Spätestens seit der Wahl des US-amerikanischen Präsidenten wird überall in den Medien und der Politik vom postfaktischen Zeitalter gesprochen. Nun ist das Wort postfaktisch, das übersetzt Post-Truth heißt, von den Oxford Dictionaries zum internationalen Wort des Jahres 2016 gekürt worden. Mit der Begründung, das Adjektiv beschreibe Umstände, in denen die öffentliche Meinung weniger durch objektive Tatsachen als durch Hervorrufen von Gefühlen und persönlichen Überzeugungen beeinflusst werde. Frage an Professor Andreas Urs Sommer. Er ist seit dieser Woche Inhaber der ersten Akademieprofessur Baden-Württembergs an der Universität Freiburg mit Schwerpunkt Friedrich Nietzsche und Kulturphilosophie. Herr Sommer, Nietzsche hat das Triebhafte und die Gefühle in die Philosophie mit eingebracht. Wie würde ihm das gefallen mit der postfaktischen Gesellschaft? Was immer Nietzsche zu den Gefühlen geschrieben oder nicht geschrieben hat, es scheint mir ein äußerst problematischer Begriff zu sein, den nun die Unsterblichen des Oxford Dictionary zum Wort des Jahres gemacht haben. Eigentlich aus zwei Gründen. Zum einen, weil es sich bei postfaktisch oder post-truth, was ja noch etwas anderes ist, also nach Wahrheit, zum einen, weil es sich bei postfaktischen um einen Kampfbegriff handelt. Um einen Kampfbegriff von Leuten, die offensichtlich selber der Meinung sind, dass sie die Wahrheit, Truth oder aber die Fakten irgendwie direkt erkennen können und denjenigen, denen sie unterstellen, sie seien postfaktisch unterwegs, eben auch unterstellen, dass sie ganz offensichtlich die Wahrheit oder die Fakten nicht kennen. Der andere Grund, warum ich größte Schwierigkeiten mit dem Begriff habe, liegt darin, dass postfaktisch suggeriert, irgendwann mal habe Politik drin bestanden, nur aufs Faktische zu setzen und jetzt seien wir in irgendeinem Verfallszeitalter angekommen, einem Nachzeitalter, in dem Politik nun sich von den Fakten oder der Wahrheit abgewandt habe. Und das, glaube ich, ist eine historische Illusion. Ich würde vermuten, dass die Politik nie faktisch war, sondern sie war immer schon postfaktisch, wenn man den Begriff denn schon unbedingt gebrauchen muss. Was ist aus Sicht des Philosophen ein Faktum oder eine Tatsache? Das ist genau die Frage, die man sich stellen muss. Man suggeriert ja mit diesem Begriff, als sei das völlig unproblematisch, als wisse man, was Tatsachen oder Fakten sind. Es ist allerdings nicht so, dass die Philosophie oder die Wissenschaft das so ganz einfach weiß. Wir haben bestimmte Evidenzen, wir haben bestimmte Wahrscheinlichkeiten, aber Tatsachen einfach so sind uns ganz offensichtlich nicht gegeben. Tatsachen werden von Lebewesen immer interpretiert, in ihr Weltbild eingefügt und entsprechend perspektiviert. Was eigentlichen Tatsachen der Wirklichkeit sind, das können wir nur annäherungsweise beschreiben. Und jetzt im politischen Kontext so zu tun, als würde man über Fakten verfügen, über die andere nicht verfügen, meistens die gegnerische politische Partei, das ist eigentlich auch schon postfaktische Augenwischerei. Kann man sagen, dass Gefühle eine Art Fakten sind? Schließlich bestimmen sie auch das Handeln und schaffen damit ja wiederum neue Fakten. Tatsächlich schaffen Gefühle auch Fakten. Die Gefühle sind selber Fakten. Vielleicht sind es die Fakten, die uns am ehesten zugänglich sind. Die Frage ist, was daraus folgt, weil Ihre Gefühle womöglich ganz anders sind als meine Gefühle und als die Gefühle Dritter. Es wäre, glaube ich, verfehlt, so zu tun, als könne man Politik machen, ohne Gefühle in Rechnung zu stellen. Politik ist nichts, was quasi von Automaten vollzogen wird, von Automaten, die vielleicht einfach eiskalt nur rechnen könnten. Wenn man das würde haben wollen, braucht man ein politisches System nicht mehr, das sich Demokratie nennt. Dann wären die Maschinen am besten beraten, uns die allerbeste Entscheidung mit an die Hand zu geben. Und ich glaube allerdings nicht, dass wir das wirklich wollen. Dieser Trend zum Postfaktischen einerseits, andererseits die Fakten. Warum wird gerade jetzt dieser Gegensatz so betont? Was meinen Sie? Es hängt sicher damit zusammen, dass natürlich viele sogenannte populistische Politiker freigebig mit dem umgehen, was allgemein als evident gilt. Im Falle von Donald Trump ist natürlich vor allen Dingen die Widersprüchlichkeit der Äußerungen, die er zu denselben Sachverhalten im Laufe des Wahlkampfs zum Westen gegeben hat. Also man hat das Gefühl, der Mann hat nicht wirklich ein einhelliges Weltbild, wo die Fakten sortiert sind. Man könnte sagen, der Mann ist einfach schlecht informiert. Aber es ist klar, dass in der gegenwärtigen Diskussion wieder sehr deutlich wird, wie unterschiedlich die Wirklichkeit interpretiert werden kann. Man könnte sagen, im amerikanischen und auch im europäischen
politischen Feld hat lange Zeit sozusagen ein juste Milieu vorgeherrscht, wo man keine großen Abweichungen in der Interpretation der Wirklichkeit feststellen konnte. Alle waren beispielsweise in Europa irgendwie proeuropäisch. Und heute ist es so, dass die Bandbreite der Wirklichkeitsinterpretation offensichtlich sehr viel breiter geworden ist und sie sich eben auch lautstark äußert. Und dazu dienen moderne digitale Medien, die sozusagen jedem erlauben, seine Sicht der Fakten oder der Wirklichkeit ungestraft in die ganze Welt hinaus zu posaunen. Und es findet keine Filterung statt durch eine mediale Qualitätskontrolle. Nun gilt ja Merkel als die rational entscheidende, an Fakten orientierte Politikerin. Und Trump ist eher so der postfaktische Politiker par excellence. Wenn diese Unterscheidung aus vielerlei Hinsicht problematisch ist, worin unterscheiden sich denn dann die beiden Politiker? Ich denke schon, dass die Art der politischen Inszenierung eine völlig andere ist. Frau Merkel kann den Anschein erwecken, als würde ihre Entscheidungen aufgrund von Tatsachen alternativlos sein, ein Begriff, den sie ja liebt, wohingegen Herr Trump den Eindruck erweckt, als könne die Wirklichkeit beliebig umgeformt werden. Er suggeriert nicht nur dadurch, dass er offensichtlich gestern andere Fakten in seinem Portfolio hatte als heute, dass er die Wirklichkeit unterschiedlich interpretiert, sondern auch, dass man die Wirklichkeit vollständig verändern kann. Also wenn er zum Beispiel verspricht, dass die Deindustrialisierung in den USA von ihm wieder rückgängig gemacht wird. Ökonomen sagen, das sei schwer denkbar. Man könnte natürlich sagen, positiv, der Mann ist im Unterschied zur Kanzlerin ein Visionär oder ein Utopist. Aber diese Bestimmungen hat man eigentlich eher für die Vertreter von linken Utopien vorbehalten. Aber man könnte sich mal überlegen, ob nicht das, der kreative Umgang mit den Fakten, die für manche evident zu sein scheinen, ein solches utopisches politisches Programm verraten. Wobei man ja das noch hinzugefügt bei Trump wenig Programm sieht. Das klingt ja irgendwie so, als wenn man mit den Begriffen Fakten und Gefühlen in der Politik überhaupt nicht weiterkommt. Könnte es vielleicht daran liegen, dass in der Politik eigentlich Interessen das Entscheidende sind, die bestenfalls von Fakten und Gefühlen geleitet werden? In der Tat, wobei natürlich die Frage ist, wie die Interessen bestimmt werden, also welche Interessen in den Vordergrund gerückt werden. Wenn man zum Beispiel sagt, es geht nicht nur um unser Interesse, sondern auch um das Interesse unserer Nachfahren im Jahr 2100, wird man womöglich einen Einschnitt bei den eigenen Interessen in Kauf nehmen, also zum Beispiel auf Umweltschutz oder Klimapolitik setzen. Es ist also nicht so, dass man unterstellen muss, dass die Interessen, die im politischen Spiel sind, generell nur die eigenen Interessen der jeweils Agierenden ist. Vielleicht ist es nicht sehr erfolgversprechend für die nächsten Wahlen, wenn ich mich einsetze für das, was im Jahr 2100 unseren Enkeln oder Urenkeln widerfahren wird. Aber mir scheint es angeraten zu sein, die Inanspruchnahme von Fakten im politischen Geschäft zumindest mit Vorsicht zu betreiben. Allenfalls kann man von Wahrscheinlichkeiten sprechen, von bestimmten Evidenzen sprechen, die so lange evident sind, bis irgendjemand das Gegenteil beweist. Und die Inanspruchnahme von Fakten hat selber was sehr stark Ideologisches, weil man sie eben nur für sich in Anspruch nimmt und dem anderen unterstellt, er habe mit den Fakten nichts zu tun. Es wäre ehrlicher, wenn man Interessen benennen würde, sagt, mein Interesse ist das Interesse der Arbeiterschaft oder der Enkelgeneration im Jahr 2100 oder mein eigenes Geschäftsinteresse. Wobei sich mit dem eigenen Geschäftsinteresse normalerweise nicht wirklich Politik machen lässt, die dann auch gewählt wird. Man muss es anders kaschieren und das tut ja auch Donald Trump mit Erfolg, wie man gesehen hat. Sagt im Gespräch über das postfaktische Zeitalter Andreas Urs Sommer. Er ist seit dieser Woche Inhaber der ersten Akademieprofessur Baden-Württembergs an der Universität Freiburg. Und das ist Fakt. Herr Sommer, vielen Dank. Ich danke Ihnen, Herr Igne.